Und als dann die Entscheidung auf Ruben gefallen ist, sage ich ganz ehrlich, waren wir nicht in der Lage, die gesamte Dimension einzuschätzen. Wir erweitern das Industriegebiet aktuell. Auch das ist ein Zeichen für die Zukunft. Wir haben zumindest, was die Erdgasversorgung betrifft, beste Voraussetzungen. Ein großer Tag. Sie haben heute von der größten Investition jemals zu Gruben gesprochen. Erstmal, ja, was geht denn Ihnen vor heute? Ja, das kann ich so noch gar nicht beschreiben. Man ist furchtbar aufgeregt, weil auch wenn ich überlege, so viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik in Gruben an einem Ort zu einer Stunde haben wir noch nicht gehabt. Insofern bin ich natürlich sehr, sehr aufgeregt heute. Aber ich glaube, dass diese Aufregung einhergeht mit Stolz und mit Freude, dass wir wieder diesen einen wichtigen Zwischenschritt haben, nämlich dass wir nach einem aufwendigen Planungsverfahren jetzt hier mit den ersten Baumaßnahmen beginnen werden, also Rocktech beginnen wird. Und ja, wenn ich das natürlich in den Kontext zum Beispiel zu Jack Links Beefy stelle oder auch zu Bottry, wo wir demnächst Kaufverträge endverhandeln werden, ja, dann ist das sicherlich für unsere Stadt eine große Geschichte. Was hat die Stadt denn geleistet jetzt in den letzten Jahren, um diese Ansiedlung wirklich möglich zu machen? Ja, das war erstmal eine Menge Detailarbeit, weil wir mussten uns erstmal gegen andere Standorte durchsetzen. Das alleine ist schon eine große Herausforderung. Und als dann die Entscheidung auf Gruben gefallen ist, sage ich ganz ehrlich, waren wir nicht in der Lage, die gesamte Dimension einzuschätzen. Ein großes Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz für eine Verwaltung unserer Größe ist eine große Herausforderung, aber wir haben das gemeistert. Ich bin da unwahrscheinlich stolz auf meine auch junge Mannschaft, die ich hier habe. Und ich glaube, das war, was bei Beefy begonnen hat, wo wir das dort gehabt haben, hat sich jetzt natürlich bei Rocktech fortgesetzt. Und ja, wir erweitern das Industriegebiet aktuell. Auch das ist ein Zeichen für die Zukunft. Ja, also ich glaube, dass wir da mit fleißiger Arbeit und manchmal auch ohne große Worte eine Menge erreicht haben. Was muss die Stadt jetzt leisten? Ich habe gehört, der Gleisanschluss wird noch ein bisschen angepasst, unter anderem zum Beispiel. Ja, der Gleisanschluss, das war allerdings auch eine Maßnahme, die wir schon vor vielen Jahren geplant haben, dass wir also für die Unternehmen am Standort mehr von der Straße auf die Schiene bringen, also auch für Trevira, auch für Megaflex, für alle Unternehmen, die hier schon präsent sind. Und da ist natürlich Rocktech jetzt ein großer Faktor, weil natürlich auch hier große Tonnagen transportiert werden. Und wir sprechen immer vom grünen Abdruck. Das beginnt natürlich auf der Schiene und bei der Verlagerung von der Schiene dann letzten Endes direkt ins Werk und nicht über die Straße. Wie geht es jetzt hier konkret weiter und was leistet die Stadt jetzt noch weiterhin auch bei dem Aufbau? Ja, wir sind jetzt eigentlich als Stadt Gruben durch. Wir haben alles, was wir versprochen haben, wozu wir uns auch vertraglich verpflichtet haben, hier erfüllt. Jetzt liegt es tatsächlich an Rocktech, diese Maßnahmen hier umzusetzen. Die ersten Pfähle sind ja schon gegründet worden, dann wird die Statik neu ausgerechnet und ich glaube, dass es dann im Herbst hier auch, was die Baumaßnahme insgesamt betrifft, so richtig losgehen wird. Haben Sie noch eine Ansiedlung zu verkünden gerade? Na, wir haben ja im Bottry, wie gesagt, Herr Wang war ja hier. Da müssen wir, wie gesagt, die Kaufverträge jetzt finalisieren. Da sehe ich allerdings keine Hürden, die da nicht zu überwinden sind. Und ja, dann müssen wir erstmal wieder Fläche schaffen, damit weitere Ansiedlungen möglich sind. Denn sowohl das Gewerbegebiet als auch das Industriegebiet sind dann eigentlich zu fast 100% ausgelastet. Wow. Letzte Frage noch. Sie haben gesagt, Sie haben Hausaufgaben gemacht. Was Bildungseinrichtungen angeht, was Wohnungsgeschichten angeht. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern? Das ist ja interessant. Na, die ersten Hausaufgaben waren ja wirklich die harten Faktoren gegenüber dem Investor zu sagen, wie ist das mit dem Kaufvertrag, wie ist das mit dem städtebaulichen Vertrag, also die Rahmenbedingungen, die zu schaffen sind, wie ist es unsere Beteiligung im Genehmigungsverfahren. Man muss an der Stelle auch sagen, wir haben natürlich das erste Mal hier in Gruben in einem Genehmigungsverfahren die polnische Seite beteiligen müssen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz und das Beteiligungsverfahren begann gerade zeitgleich mit dem Fischsterben in der Oder. Und das war natürlich, ja, in dem Moment war ich sehr, sehr hibbelig, so nach dem Motto, geht das jetzt alles gut? Aber ich kann dem Vojewoden, der Vojewodschaft, der Vojewoden generell nur großes Lob aussprechen. Die waren dort, man kann schon sagen, fast unbürokratisch. Mein Kollege Bartschak hat da auch eine Menge vermittelt an der Stelle und es gab dann sehr, sehr schnell die Zustimmung von der polnischen Seite für das Ansiedeln von Rocktech. Und das spricht ja auch für unsere gute Kooperation. Das sind nicht nur warme Worte oder eine Absicht, sondern das sind dann wirklich harte Faktoren, die aus Polen hier nach Deutschland rüberkommen und bestätigt natürlich auch unsere Arbeit mit unserem polnischen Nachbarn an der Stelle. Rocktech hat heute nochmal gesagt, eines der wichtigen Voraussetzungen war auch der Gasanschluss, der tauglich sein muss für die Zukunft auch in Richtung Wasserstoff. Wie ist denn dieser Industriestandort aufgestellt in der Zukunft? Ja, wir haben zumindest, was die Erdgasversorgung betrifft, beste Voraussetzungen. Mitteldruck von der lokalen Energieversorgung, Gruben, Hochdruck, Ontrasleitung. Wir stehen wenige Meter von der Leitung hier entfernt. Und gleichzeitig sind wir natürlich in der Absicht des Landes,
Landkreises, hier ein Wasserstoffnetzwerk in Kooperation mit anderen Landkreisen aufzubauen, einer der Standorte. Und ich habe gerade auch vor wenigen Tagen erst mit Herrn Bach vom ECO gesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass der Nordanschluss Richtung Eisenhüttenstadt, Richtung ECO Eisenhüttenstadt bis nach Gruben rüberkommt, sodass wir dann wirklich schon fast eine Ringleitung haben. Und das sind beste Voraussetzungen für die Zukunft.